Halbfinale, Herren ist A-Klasse Bezirksmeisterschaft im Tischtennis, Mittelfranken Süd, Sonntag, 10. November 2019. Im Bild Regionalligaspieler Andi Staudacher, der Sechser in Winsbach. Trotzdem finde ich etwas überraschend, dass er 2-0 in Sätzen führt. Den zweiten Satz hat Sascha Korn ein bisschen verdreht. Da hat er den ganzen Satz geführt und am Schluss dann ein paar schnelle Fehler gemacht. Und jetzt ist er ziemlich verunsichert durch diese Geschichte im dritten Satz. Weiß nicht mehr so recht, was er spielen soll. Und wenn er sich nicht wiederfindet, dann wird es wirklich ein 0-3. Staudacher verkauft sich hier richtig gut, muss man sagen. Hat auch in Doppel schon gut gespielt, war auch da im Finale mit Hegenberger. Hegenberger hat ihm da meines Erachtens nicht so richtig vertraut und ist zu hart auf die Bälle. Dabei hat Staudacher durchaus auch in Doppel die Bälle gut im Spiel gehalten, sodass der Hegenberger doch den einen oder anderen Ball weicher auch hätte spielen können. Meine Einschätzung, meine bescheidene Analyse. Also Hegenberger der bessere Spieler natürlich, aber Taktik, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Aber der Drops ist noch nicht gelutscht. Vermeintlich an Force Errors. Jetzt wollte ich sagen, ob das wohl so gut ist, ihn immer auf die Rückhand zu spielen. Schon widerlegt er diese These, der Sascha Korn. Bleibt aber trotzdem dabei. 8-9. Verstehe ich nicht. So überragend ist die Vorhand eines Andreas Staudacher nicht. Und dann gibt es ja auch noch die Tischmitte. Meine Lieblingsstelle. Zweimal Vorhand gespielt, relativ einfacher Punkt. Habe ich was Falsches gesagt? Und dies hier ist nicht nachträglich kommentiert, sondern live. Aus der Astro-Show. Ja. Auch das wäre ein sehr, sehr guter Punkt gewesen. Richtung Körper, aber leider nicht auf dem Tisch. Und er probiert es wieder mit seinem Standardball. Und da hat er meines Erachtens eine hohe Negativquote. Also hoch. Im Sinne von, es reicht nicht zum Gewinnen. Also, Gratulation, Andreas Staudacher. 3-0 gegen Sascha Korn und damit ist er im Finale mit Sicherheit gegen Sebastian Hegenberger vom TV Hildpolstein. Da werden die Karten neu gemischt.